Neben mir steht Frau Cotard, die neu gewählte Beisitzerin im Bundesvorstand der AfD. Frau Cotard, was sind so Ihre neuen Aufgaben oder wofür möchten Sie sich da im neu gewählten Posten einsetzen für die AfD? Ja, da muss ich mich erstmal einfinden, je nachdem, was jetzt frei geworden ist im Bundesvorstand. Ich weiß, der Herr Kalbitz war, glaube ich, für die JA zuständig. Ja. Ich fände das sehr schön, wenn ich die Aufgabe übernehmen könnte und der JA ein fester Ansprechpartner sein könnte. Wir sehen das gerade in Hessen, dass das gut funktioniert, dass wir die JA da wieder auf die Beine stellen können. Wir sind gerade dabei, einen neuen Vorstand zu wählen. Da ist uns Corona ein bisschen dazwischen gekommen, aber das wäre eine tolle Aufgabe. Und die AfD insgesamt ein bisschen sichtbarer zu machen, vielleicht auch ein bisschen im Social-Media-Bereich mal ein bisschen reinzukriegen, weil habe ich ja Erfahrung, das würde ich gerne übernehmen. Sie sind ja digitalpolitische Sprecherin in der Bundestagsfraktion. Sie hatten es auch gerade angesprochen gehabt, was wären denn so vielleicht kleinere Punkte, die Sie dann davon übernehmen könnten für die Arbeit? Ja, also was die Wirkung nach außen angeht, würde ich mir mal angucken. Wir sind im Moment sehr aktiv auf Facebook, auf Twitter. Die jungen Leute sind bei Instagram, bei TikTok. Da müssen wir mal gucken, wie wir da ankommen und wie wir das machen können. Insgesamt müsste die Partei digitaler werden. Wenn die Grünen quasi aus dem Nichts einen Digitalparteitag hinlegen können, das müssen wir auch können, wenn es hart auf hart kommt. Ich habe lieber Parteitage wie diese, ohne Maske natürlich oder Corona-Auflagen. Aber wenn es hart auf hart kommt, müssen wir das auch können. Und da würde ich natürlich gerne meinen Verstand, meinen Sachverstand mit einbringen. Nun erwartet uns nächstes Jahr dieses wohl bekannte Superwahljahr mit mehreren Landtagswahlen, einer Bundestagswahl. Wo sehen Sie da die Schwerpunkte der AfD oder wie kann man die AfD so viele Wähler wie möglich davon zu überzeugen, das Kreuz bei der AfD zu machen nächstes Jahr? Ich bin in die AfD eingetreten, weil ich denke, es ist die einzig freiheitliche Partei, die wir im Deutschen Bundestag haben. Und ich glaube, gerade die Corona-Maßnahmen haben uns gezeigt, wie wichtig die Freiheit in diesem Land ist und wie gefährlich es ist, wenn die Regierung anfängt, in die Grundrechte einzugreifen. Und wie einfach das im Prinzip auch für die Regierung ist, das zu tun. Und da müssen wir die Stimme für diejenigen sein, die sagen, das geht so nicht. Die auf die Straße gehen und sagen, wir treten hier für unsere Freiheit ein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema, das wir im Auge haben müssen. Das andere ist für mich persönlich, ist das Thema Überwachung. Wenn jetzt Staatstrojaner und Co. beschlossen werden im Kampf gegen rechts, da müssen wir aufpassen, da ist der gläserne Bürger sehr, sehr nahe und chinesische Verhältnisse, die wollen wir hier nicht haben. Nun neigt sich der Parteitag hinter uns dem Ende zu. Was ist vielleicht so Ihr Fazit oder Ihr Schlusswort zu den zwei spannenden Tagen hier in Kalkar? Also ich bin sehr zufrieden, dass wir dieses Sozialprogramm jetzt beschlossen haben, dass wir jetzt wissen, in welche Richtung wir gehen. Ich fand es toll, dass wir konstruktiv miteinander gearbeitet haben, dass wir von verschiedenen Richtungen gekommen sind und uns in der Mitte getroffen haben, gesagt haben, okay, damit können 88% leben. Man hat uns immer vorgeworfen, wir könnten das nicht. Wir haben gezeigt, wir können das sehr wohl. Die Aussprache heute um die Rede von Professor Meuthen war spannend. Ich glaube, es war nötig, dass man mal gesprochen hat. Es war aber genauso nötig, dass man gesagt hat, jetzt ist gut, jetzt haben wir das besprochen und jetzt beschädigen wir ganz sicher nicht unseren Bundessprecher. Der ist nach wie vor Bundessprecher und das ist gut so. Vielen Dank, Frau Cotard, und viel Erfolg Ihnen bei der Aufgabe im Bundesvorstand der AfD. Vielen Dank.